Salve des Saltores, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Frisch aus der Terrasse. Ja, die Stammzuschauer wissen schon, was heute passiert, aber das ist nicht die Wahrheit. Der Anis ist heute nicht nur gegrillt, auch wenn ich mein Badteil verbrannt habe, nein. Stadion Bratwurst Emmentaler von Aldi. Darum geht es in diesem Video. Im ersten Teil wird gegrillt, in den anderen beiden Teilen wird frittiert und gebraten. Also das, was man eigentlich mit einer Bratwurst macht. Auch vom Grill finde ich Bratwurst immer besser als mit einer Pfanne. Erstmal ist der Geschmack intensiver, die Rösterung gefallen mir, obwohl es nicht so fettig ist. Dadurch, dass das Öl zum Anbraten fällt. Ja, wir machen jetzt dieses Gebraten. Ich habe das vorher schon an, das seht ihr aber gleich, wie ich das angemacht habe. Und heute mal ohne Anzünder. Ja, das machen wir jetzt heute in diesem Video. Gerne Like und Abo da lassen, guckt unten in die Videobeschreibung rein. Ja, und ganz viel Spaß mit dem Video. So, jetzt probieren wir mal, ob ich mein Feuer einfach nur mit, ohne Hilfsmittel, nur mit dem Feuerzeug anbekomme. Ich mache das, glaube ich, besser hier unten, hier ist nämlich kein Sinn. Es fing auch noch an zu rieseln, da habe ich mal richtig gar keinen Bock zu. Ihr seht es im unteren Bildrand, es lodert. Heute muss ich auch wirklich dünnes Holz nehmen, sonst geht mir das so wieder aus. Hier wie wieder alte Besenstiele und so ein Scheiß. Hier ein schönes Stück Fichte Tanne, das brennt die auch immer schön leicht an. Ich versuche jetzt möglichst wenig Wind dran zu kriegen, weil es jetzt fängt an dran zu regnen. Das einfach im Schnell hier ein bisschen Blut macht. Mein Feuer ist aber immer noch nicht ausgegangen. Ich habe das noch nicht wieder nachgezündet. Also der kleine abgebrannte, also abgerissene Besenstiel brennt ganz gut. Nur leider sind die anderen Hölzer noch nicht in Gang gekommen. Mal schauen. So, ein bisschen Holz habe ich jetzt noch reingesteckt, aber ihr seht, das kommt so langsam alles. Oder auch nicht. So, jetzt kann ich sagen, das Feuer geht mir ganz sicher nicht mehr aus. Ist genug Glut vorhanden. Wärme auch. Das Holz ist auch einigermaßen trocken. Hätte besser sein können, raucht ein bisschen, aber ist wohl gerade noch im Rahmen. Ich höre doch gleich auf, wenn die Flamme noch ein bisschen wärmer wird. Das Holz noch trockener. Ja, um diese schönen Würste geht es heute. Wir haben hier die Barbecue-Stadion-Bratwurst Emmentaler. Das hatten wir schon mal als Krakau-Edition. Das habe ich ja damals schon frittiert, gebraten und gegrillt. Das werden wir heute auch wieder machen, in diesem Video machen. Ich werde jetzt erstmal grillen, morgen braten, übermorgen frittieren an meinem Geburtstag. Steck Böglund dahinter, Haltungsform 2 von 4, da hat mir auch einer geschrieben, das hat nichts zu sagen. Das sind 1100 Gramm, kosten glaube ich 7,79 oder so. Ihr seht, das Feuer lodert soweit hier ganz gut. Nur leider ist nach unten hin bislang keine Flamme gekommen, also Holz brennt nur oben bislang. Ich habe die Klappe jetzt wieder unten aufgemacht, das ist halt unten auch, ja jetzt lodert es unten auch. Ich hatte schon Angst, dass das Holz unten gar nicht anfängt zu brennen und irgendwie alles nur unten fällt. Ihr seht, das Feuer lodert soweit alles ganz ordentlich. Ich warte noch, bis es ein bisschen weiter runtergebrannt ist. Dann tue ich jetzt gerade eben geputzte Grillrost drauf. Und dann werden wir die Bratwürste zusammen auf diesem wunderschönen Holzfeuer grillen. Ja, drei Stück reingleichen, lang wohl für dieses Experiment. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt eine Käsefüllung haben wie Berner Würstel oder ob der in das Brät Käse mit reingemacht wird. Das kann ich nicht beantworten. Das ist ja ekelhaft. Wir haben hier übrigens Emmentaler drin, den finde ich also nicht so toll als Käse. 13%, 80% Schweinefleisch, 100 Gramm haben 302 Kalorien. Den Rest könnt ihr selber eben durchlesen, das interessiert sowieso keinen. So, jetzt packen wir hier mal die Bratwurst ein bisschen abseits noch vom Feuer, auch wenn wir ein bisschen besser filmen können. Na egal, Hauptsache die liegen jetzt einfach nicht direkt beim Feuer. Sonst platzen die eh nur weg, ich werde sie leider natürlich noch einmal einstechen. Dann kommt die auseinander. Die sitzen auf jeden Fall gut zusammen. So, die Bratwürste liegen jetzt abseits vom Feuer. Die werden eben einmal eingestochen. Ein paar Mal mehr.
drei, vier Mal pro Länge, das reicht. Auf der Rückseite auch noch eben. Dafür werde ich jetzt mal das Geschäft wechseln. Kann ich gleich, glaube ich, ruhig noch ein bisschen zentraler legen, das macht den gar nichts. So, dann hier die Rückseite auch noch mal einstechen. Erstmal lege ich jetzt alles ein bisschen ins Feuer. Ich habe schon ziemlich weit abgebrannt. Ich hoffe, dass nichts Besonderes passieren. Eventuell muss ich noch Holz nachlegen. Ist aber auch kein Problem, ich habe da genug von. Sonst hatte ich immer zu wenig Holz, aber jetzt habe ich mal wieder zu viel. Ich kann nur hoffen, dass auf meinem Geburtstag übermorgen oder Freitag, Freitag feiern wir, übermorgen habe ich Geburtstag, dass da schönes Wetter ist, dass ich hier draußen grillen kann. Bisschen Holz noch nachlegen. Alles alte Spatenstücke habe ich alle vom Schrotthändler von Harry bekommen. Jetzt aufgeräumt. Ist ja auch Holz, brennt ja auch. Da war aber noch genug Wärme drin, so wie das aussieht. Ich habe das jetzt nicht geschnitten, die Szene. So, so sehen die jetzt aus. Ich werde natürlich jetzt nicht die ganz braune nehmen. Ja, ich finde, die sind ganz gut geraten. Ich mache ein Foto für Instagram. Ich kann auf jeden Fall sagen, die Bratwürste sind sehr schnell braun geworden. Zum Glück fünf Sets auszurechnen, nicht vor 2 Minuten. Auch bei der normalen Flamme sind die sehr schnell braun geworden. Finde ich gar nicht schlecht. Die haben wie Berner Würstel eine Füllung mit Käse. Probieren wir mal. Schmeckt sehr gut. Käsegeschmack kommt jetzt nicht so doll raus, aber ich finde, das braucht auch nicht unbedingt. Ich esse am liebsten normale Bratwürste ohne Schmierereien, ohne Käse, ohne sonst irgendwas. Aber die Bratwurst schmeckt sehr gut. Schmeckt gegrillt auch sehr gut. Wahrscheinlich wird es aus der Pfanne oder von Hülsen nicht so gut schmecken wie vom Grill. Aber ich lasse mich mal überraschen. Ich habe jetzt hier noch ein Stück Toastbrot getoastet. Schmeckt super zusammen. Ja, die Bratwurst ist wirklich gut. Ich weiß jetzt nicht, ob sie von Aldi da auch noch eine konventionelle Bratwurst von haben. Ich weiß nicht, die Krakauer hatten wir schon mal, schmeckt ja auch gut. Ich weiß jetzt nicht, ob sie eine ganz normale und traditionelle Bratwurst von dieser Größe und von dieser Firma haben. Wenn ich sie sehe, testen wir die auch nochmal zusammen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Teil des Videos. Ich esse noch einmal auf. Guten Appetit. So, hier sehen wir meine Schrottplatzfritteuse mal wieder in Action. Neue volle Leistung bitte. Wenn schon, denn schon. Fett ist noch nicht geschmolzen, kann aber auch noch nicht, also das ist ja fast frisch. Habe ja bislang einmal drin frittiert. Wie immer tue ich die Bratwürste ins kalte Fett, damit mir die nicht gleich wegplatzen. Und damit ich mir auch sicher gehen kann, dass die mir hier nicht wegplatzen, steche ich mir die noch im Schnell ein. Natürlich eine, privat macht man es natürlich nicht, Bratwürste frittieren, weil es aber viele, wirtschaftlich uninteressant ist, aber aus dem Imbiss kennt man das und ich finde, das schmeckt einfach gut. Auch wenn es eklig und ungesund ist, aber es schmeckt halt geil. Darum mache ich das so. Klar, gebe euch jetzt einen kleinen Zeitraffer, dann könnt ihr mal sehen, wie das Fett schmilzt. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Hier habe ich meinen Grillkoffer, mein Grillbesteckset, das kann man auch für alles andere benutzen. Diese Zange brauche ich für die Bratwürste gleich. Die habe ich, seht ihr jetzt gerade nicht, wie sie braun werden, aber ich könnte mir vertrauen, ich mache die in braun. So, 2 Minuten sind die Würste jetzt drin, wir gucken mal rein. Oh, das Fett ist noch gar nicht ganz geschmolzen. Das hätte ich jetzt gedacht, ich wäre schon fest. Fertig. Weil diese Tefal Maxi Boy hat hier ordentlich Power bei 19 Watt, wenn mich nicht alles täuscht. So sieht das jetzt aus. So, 2 Minuten später gucken wir nochmal wieder rein. Ja, jetzt sieht das schon wieder aus wie Bratwurst. Aber sieht gut aus. Kann auch noch ein bisschen für mich. Die meisten würden es jetzt so schon essen, ich mache das lieber ein bisschen brauner.
So, es sind jetzt weitere 3 Minuten vergangen, dann können wir die Würste eben rausholen. Sehen doch gut aus, sind noch gar nicht aufgeplatzt oder so. Ja, ein bisschen. Aber sehen schön aus, finde ich. Schön das teure Fett abtropfen lassen. Es gab Zeiten, die sind 2 Monate her, da gab es hier keinen Fritteusen mehr zu kaufen. Nicht mehr für viel Geld. Ich brauchte halt 2 Pötte von oder 2 Kilo von für diese große Fritteuse. So, das probieren wir gleich zusammen aus. Ich werde zwischendrin noch was anderes frittieren, das seht ihr aber in einem anderen Video. Ja Freunde, das sind meine frittierten Emmentaler Bratwürste von Aldi. Sehen die nicht einfach klasse aus? Man sieht jetzt die Käsefüllung auch super, der ist schon geschmolzen. Da sind aber 2 Stränge Käse da drin reingemacht worden. Das beantwortet meine Frage von gestern, ob das Brät in der Wurst drin ist oder halt irgendwie reingespritzt wurde. So, wir probieren mal, ist schön kross, riecht auch gut. Geschmacklich super. Mir persönlich ein bisschen zu heiß. Vor allem der Käse drin ist halt unglaublich heiß. Aber geschmacklich wirklich super. Schmeckt ein bisschen salziger als gestern beim Grillen. So ein bisschen Fritteusentouch haben sie natürlich, schmeckt mir aber persönlich sehr, sehr gut. Ja, ich mache das gleich jetzt nochmal wie gestern mit dem Toastbrot. Das habe ich auch schon rausgebracht. Hier ein Stück Toastbrot, auf dieses Mal umgetoastet. Ich will es auch nicht in die Fritteuse klatschen, weil das würde sich nur mit Fett vollsaugen. Das wäre einfach ekelig. Probieren wir das Ganze nochmal. Schmeckt wirklich gut zusammen. Also mir schmeckt es, harmoniert gut zusammen, das milde Toastbrot mit der recht salzigen Wurst. Schmeckt gut. So, und morgen sehen wir uns dann, oder gleich im Video sehen wir uns heute dann in der Küche wieder, wenn die Bratwürste gebraten werden. Den Herd stellen wir dann auf Stufe 7 von 9. Fügen eine Pflanzencreme hinzu. Die Bratwürste lasse ich jetzt mit der Pflanzencreme zusammen erwärmen, damit wir die nicht wegplatzen aufgrund Temperaturunterschiede. Einstechen natürlich so, wie man das schon ein paar Mal bei mir gesehen hat. Sieht natürlich jetzt derzeit ziemlich eklig aus. Aber in 5 Minuten wird das anders sein. So, auf die Rückseiten aber einstechen, damit die nicht wegplatzen. 3-mal reicht für so eine Länge. Einmal habe ich die Bratwürste schon ohne euch gedreht. Jetzt werde ich noch ein zweites Mal drehen. So, ich habe die Bratwürste auf die Seite gestellt, dass da wirklich alle Seiten braun werden. Das ist immer schön an den Fritteusen, man muss es nicht wenden und dann kriegt auch diese gekrümmten Würste auf allen Seiten braun. Ja, ihr habt gerade im Video gesehen, ich hatte jetzt noch die Bratwurst in der Pfanne gemacht und ihr habt gerade auch das Endresultat gesehen. Ja, wie ich eigentlich schon dachte, aus der Pfanne schmeckte die Wurst leicht fettig, ölig, ein anderer Begriff, tranig wollte ich sagen. Schmeckte zwar jetzt nicht schlecht, aber die anderen beiden Garmethoden, das Frittieren und das Grillen, hat mir persönlich letztendlich, hat mir davon die Wurst besser geschmeckt wie aus der Pfanne. Heute war es wieder stickig und warm, dann war es dieses ölige, fettige Essen nicht so meins. Weil die Wurst an sich ist super, das kann man wirklich sagen, mir gefällt die Wurst, kostet 7,79 Euro, 1100 Gramm, wenn mich alles täuscht. Hat Aldi bzw. Böckner das sehr gut gemacht.
Mir hat es gut geschmeckt. Ich hoffe, euch hat das Video auch gut geschmeckt. Kommt unten in die Videobeschreibung. Alles, was irgendwie mit dem Video zu tun hat, werde ich euch unten verlinken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror.